In wenigen Tagen tanzt Gabrielle Kelly, 22, im großen Finale von Let's Dance, freitags, 20.15 Uhr, RTL. Nur wenige Tage davor macht er ein trauriges Geständnis. Endlich ist es soweit, in wenigen Tagen findet das große Finale von Let's Dance 2024 statt. Auch Gabrielle Kelly kämpft am 24. Mai zusammen mit seiner Tanzpartnerin Malika Tschumev, 33, um den Titel als Dancing Star 2024. Mit Spannung fiebern Fans und Gabrielle selbst dem großen Finale entgegen. Umso überraschender ist es, dass der Let's Dance Star nur wenige Tage vorher traurige Töne anstimmt. Gabrielle Kelly: Ich wurde einmal verlassen. In Show 11 tanzt Gabrielle Kelly einen langsamen Walzer zu dem Song At This Moment, ein Lied, in dem es um das Verlassenwerden geht, wie Gabrielles Tanzpartnerin Malika im Let's Dance Einspieler verrät. Ein Song, der bei dem Sohn von Angelo Kelly traurige Erinnerungen weckt. Ich wurde einmal verlassen und ich habe einmal jemanden verlassen. Und ich kann sagen, beides ist eigentlich ziemlich scheiße, erzählt Gabrielle Kelly im Gespräch mit RTL. Gabrielle Kelly verrät: So verarbeitet er Liebeskummer nach diesen prägenden Erfahrungen. Hat Gabrielle Kelly einen Weg gefunden, um mit Liebeskummer in seinem Leben umzugehen? Wie ich mit Liebeskummer umgehe, ist, dass ich das meistens in Songs verpacke. Dann schreibe ich das einfach alles auf, was mich beschäftigt, verrät Gabrielle Kelly. So verarbeite der Let's Dance am besten seinen Herzschmerz. Gedanken über die Liebe, die sich Gabrielle am kommenden Freitag aber hoffentlich nicht machen muss. Neben Papa Angelo Kelly unterstützte ihn bisher Freundin Leonie auf seiner Let's Dance-Reise im Publikum und ist vielleicht auch im Finale an seiner Seite.